Leute, was geht ab, Leute? Hunger? Ich mach grad ein paar Arenen. Ich saß gerade an der anderen Arena da hinten. Saß einfach da auf der Bank, habe auf mein Handy getippt. Und zwei Leute, zwei separate, also hintereinander, haben mich gefragt, ist hier ein Raid? Ich so, nee, ich mach nur die Arena platt. Als wäre es so ungewöhnlich, jemanden zu sehen, der eine Arena nur platt macht. Schade. Arena-System nicht wirklich interessant für die meisten Leute. Ich mache jetzt noch hier die Arena platt und dann habe ich noch hier einen Termin und dann gibt es vielleicht noch eine kleine Raid-Tour mit Murat. Grüße gehen raus an Murat. So, gehen wir mal an einen bisschen abgelegenen Ort, damit wir in Ruhe filmen können. Ich habe hier ein 7er Ei, was jetzt nicht so spektakulär ist. Vor allem nicht, wenn es nicht Shiny Azure ist. Aber ich habe dreimal dieselbe Quest. Und die Quest ist Güter Nei, Haspigor. Die anderen Quests interessieren mich nicht. 524. Ich muss mal noch die IV checken für einen 100er. Aber wir sind erstmal auf der Suche nach einem Shiny. Nee. Letzter Versuch, Nummer 3. Und auch nicht. Ansonsten habe ich noch eine Ankündigung. Oder zwei. Erstmal wie immer, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, könnt ihr gerne ein Abo, ein Like oder einen Kommentar da lassen. Zweitens, von meinem Kollegen Jimmy, am Freitag ab 19 Uhr, glaube ich, war das, Link ist unten in der Beschreibung, hat er mich gebeten, ein bisschen Werbung dazu zu machen. Das ist das Finale von deren PvP Cup Turnier, was auch immer. Er wird da kommentieren, das wird live auf Twitch übertragen. Könnt ihr gerne vorbeischauen, falls ihr euch für PvP und sowas interessiert. Würde ihn auf jeden Fall freuen. Und jetzt, wie gesagt, habe ich meinen Termin und dann treffe ich mich mit Muga zum Raiden. Neuer Tag, neue Chance, Leute, auf ein Shiny Latios. Ist der zweite Tag. Checkt das Video von gestern ab. Ich war leider erfolglos. Spoiler. Aber heute ist neuer Tag, neue Chance. Schauen wir mal. Aber heute nicht mehr ganz so viele wie gestern. Nur noch ein paar mache ich. Schauen wir mal. Heute also auf jeden Fall entspannt. Ansonsten natürlich die 1000 Arena-Punkte. Die gönne ich mir jetzt gerne natürlich, weil ich habe da große Ziele für München. Und heute auch wieder noch kein Giratiner gesehen. Nur die Latios. Als wäre Giratin einfach verbannt worden. So. Schauen wir mal. Das war die Arena, wo ich gestern 96er gefunden habe. Leider nicht shiny. Schlechter wie. Und nicht shiny. Ist immer so voll hier, Leute. Aber egal, Kamera muss trotzdem raus. Nächster Raid. Schauen wir mal. So. Alter. Wie eine Kamera so viele Leute faszinieren und aus der Bahn werfen kann. Was? Ich bin tot? What the fuck? Wie ist das gerade passiert? Wieso sind wir so schlecht? Sind die wieder rausgegangen oder was? Kämpfe ich hier alleine? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich muss gleich mal fragen. Das kann doch nicht sein. Das war mein ganz normales Team und ist gestorben. Das war voll geheilt. Was? 21-10? Oh mein Gott, ein schlecht. Wirst du shiny, du Schlechter? Nein. München, Glockenspiel. Erinnert mich jetzt an Notre Dame. Ist ja leider abgefackelt. Aber unser nächster Latios. So. Und leider schlecht. Levelaufstieg? Okay. Ja, nicht Levelaufstieg, also Interaktion. Kein Glück, Leute, kein Glück. Nächster Raid. Und ja, etwas sehr Kurioses ist passiert. Zwei Kollegen hier
sind Lucky-Freunde geworden. Oder sind sie es? Man weiß es nicht genau. Nur bei einem kam die Animation und nur bei einem wird angezeigt, dass der jeweils andere ein Lucky-Freund ist. Und bei dem anderen ganz normal nichts angezeigt. Ich habe von dem Bug gelesen. Ich weiß jetzt nicht genau, was passiert, wenn die tauschen würden. Aber ich nehme mal an, es ist nur ein Animationsfehler und die sind Lucky-Freunde. Es wird nur bei einem nicht angezeigt. Und wenn sie tauschen würden, wird es trotzdem Lucky werden wahrscheinlich. Nehme ich mal an, aber ich habe ja keine Ahnung. Wäre lustig, wenn es nur bei einem Lucky wird. So. Vielleicht nehmen wir das noch auf, falls sie sich trauen. Aber jetzt erstmal unser Latios. 21,37. Die Dinger sind auch nie gut. Okay, ich kann mich nicht beschweren, ich habe schon zwei gute, aber trotzdem. Ach, nicht. Krasser Typ. Ich habe gerade meinen letzten Pass aufgebraucht. Aber zum Glück gibt es neue Boxen. Ja, ich gönne mir mal zwei. Sind 30 Pässe. Sollte jetzt für Latios reichen. Eins. Ich habe gar nicht mehr so viel Geld. Muss demnächst mal. Oh mein Gott, Beutel voll. Okay, doch nur eine Box. Nächster Raid, Leute, und unglaublicherweise ist ein Gigantiner geworden. Wir sind genau angekommen, als es geschlüpft ist, ja, und die Enttäuschung war groß, als es Gigantiner geworden ist, aber machen trotzdem die meisten mit. Mir soll es recht sein, wir haben tatsächlich einen Gigantiner entdeckt. So, schauen wir mal. Ungewohnt, Mann. Obwohl es erst ein paar Tage her ist, dass ich den letzten gemacht habe. Ich weiß nicht mal mehr die WP. So ein kurzer Gedächtnis habe ich. Ich merke mir immer nur von dem aktuellen Raid Boss und die anderen WP werden einfach direkt vergessen. So, was war nochmal gut, Mann? Ich weiß es echt nicht. Was? Das war gut. Ich hab's nicht gehört. Egal. Fangen müssen wir ihn so oder so. 2056. Nee. 21 irgendwas müsste es sein. 2056, end schlecht. Also, Diskussionsthema ist gerade so ein Typ in der Lobby. Der hatte 55.000 Kilometer. 55.000. Wir überlegen gerade, wer das sein könnte, wie, wo, was. Ih, endschlecht. Wir können auf die andere Seite. Jetzt muss ich schnell Lurat suchen. Tut es! Linke Seite, lucky. Rechte Seite, nicht lucky. Oh, ich hab. Mal falsch hin. Nick ist so in wie AJ, Mann. Ja. Seht euch das an. Ich bin gespannt. Also ich sage, beide werden lucky. Oder nur diese Seite? Oder keine Seite? Nee. Wird schon. Es wird schon. Lucky und. Jawohl. So. Mixer Raid. Bisschen chaotisch. Schauen wir mal. Ich hab nicht hingeschaut. Egal. Jetzt kommt das Wichtige.
Nächster Versuch. Schauen wir mal. Wir können doch schon zu Gorgonion gehen, oder nicht? Ja, können wir. Gerade, dann links, dann rechts, dann links. Und. Ii. Bitte schön. Ja, wir haben es geschafft. Easy. Easy geschafft, Leute. Keine Panik. Also wir haben Tap and Go gemacht und wir hatten Angst, dass wir es nicht mit einem Team schaffen. Aber natürlich haben wir es geschafft. Also ich muss sagen, ach egal, ich sag's nicht. Leider nein. Das, ich bin da nicht dabei, Mann. Ich frag nur, wie der Plan ist. Damit ich weiß, wann und wo ich abhauen kann. Nee, doch. Schauen wir mal. Nächster Versuch, Leute. Ich habe nicht mehr sehr viel Hoffnung. Oh, ein Levelaufstieg. Sehr schön. Nicht letzter Raid. Es wurde noch einer dazwischen gequetscht. Book of Stones. Aber jetzt erstmal dieser Raid hier. Also haben wir noch zwei Chancen, Leute. Es sei denn, es ist Gigatina hinten gewonnen. So, das war's von der zweiten Tour. Wieder erfolglos. Den letzten Raid habe ich nicht mehr aufgenommen, habe ich voll verplant, weil zu der Zeit, genau als wir den letzten Raid gemacht haben, die X-Raid-Einladung rauskam. Hab natürlich wie immer eine X-Raid-Einladung bekommen. Schreibt gerne unten in die Kommentare, ob ihr eine X-Raid-Einladung bekommen habt und ob ihr schon ein Shiny habt. Also vom letzten Video haben schon eine Menge Leute ein Shiny. Bei vielen war sogar der Dex-Eintrag das Shiny, also echt heftig. Glückwunsch an alle. Ja, ich muss nochmal ran. Irgendwann muss er ja kommen. Zweite Raid-Tour, zweiter Schuss in den Ofen. Aber was soll man machen? Entweder kommen sie oder sie kommen nicht. Man kann einfach nur weiter raiden. Immerhin schön saftige 1000 Arena-Punkte für mein großes Ziel. Aber ansonsten raid ich die Tage nochmal. Noch ein Versuch. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.